Viele Wege haben wir noch offen, warum halten sie uns unter, warum machen sie uns kleiner? 100.000 Puzzleteile, die ein Bild ergeben, aber sie verstreuen sie und lassen uns im Scheine. Und wir sollen es gar nicht wissen, sollen gar nicht denken, ihr Gewissen ist nicht rein. Entertainment in der Euro und der Massenkonsum sollen uns davon ablenken, ihre Sklaven zu sein. Geh in den Atem, glaub ihre Lügen, spiel ihr Spiel mit. Mach dich zum Roboter, gib ihnen mehr, aber glaube mir eins. Sie verblenden deine Sicht, indem sie alle hier berauschen. Nimm einen Schluck von ihrem Wein und mach dir keine Gedanken über Mord und über Risiko. Man kauft dir ein Mercedes und sei Teil der Sklaverei. Gib keinen Weg hier raus, solange wir alle allein sind und das jeder glaubt. Massenmedien machen das Problem zu Staub. Bevor wir peilen, was passiert ist, gehen wir drauf. Das ist der Planet, sie verfolgen alle unter einer Decke und die Häuser haben vergolden. Denke einmal drüber nach, wissen die es finanzieren, auch wenn das am Ende überhaupt nicht das ist, was wir wollten, Alter. Wut steigt mir auf, wenn ich den Text schreibe, denn alle diese Dinge, die ich sage, stehen in Echtzeit. Alles um uns rum hat nichts zu tun mit der Gerechtigkeit. Die Opfer, die sie fordern, geraten in Vergessenheit. Wie geplant, wie gewollt, wie ausgerechnet. Haben sie in der Hand, welche Menschen das Pech trifft. Aber ich will sie enttarnen, tu mein Bestes. Hoffe, diese Zeiten bleiben allen im Gedächtnis. Bin die Zielscheibe, weil die Botschaft echt ist. Bin die Wahrheit, die schlecht fürs Geschäft. Bin das Opfer, das zum Teil der Wimpel raus aus diesem Kerker hier, bevor ich den Verstand verliere vor Hektik. Diese Fakten sind hässlich, und weil das so ist, interessiert es den Rest nicht. Jeder von uns ist beschäftigt, versteckt sich in der Wohnung und sagt, sie sind viel zu mächtig. Ja, was ihr macht, ist das Richtige, ihr geht auf die Straße und sagt, die Berichterstattung Mama. Die ist nicht korrekt. Und das ist absolut richtig, die Berichterstattung in ARD und ZDF ist nicht korrekt, Freunde. Die ist manipuliert, die ist frisiert. Man kann sagen, die veröffentlichte Meinung ist alles das Gegenteil von dem, was die öffentliche Meinung ist. Unmöglich. Die meisten wissen gerne, wie er so, aber ARD und ZDF sind bewegt, das ist kein Dialog, weil wir uns einen Konflikt führen. Das ist kein Konflikt führen. Was ich an dieser Stelle ganz, ganz für sehr wichtig halte, das zu sagen, es ist eine Demonstration, die pro ist. Wir sind keine Demonstration, die anti ist. Das ist ganz wichtig. Wir sind pro. Wir sind für den Frieden und nicht gegen irgendetwas. Zwei Flugzeuge und drei Türme und eins bricht ohne Flugzeug zusammen. Was ist denn da eigentlich los? Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn du in die Commission Report hineinschaust, und ich habe ihn gelesen, die 600 Zeilen, da wird das Gebäude einfach weggelassen. Ist das Beweisführung? Ist das Beweisführung, was du nicht passt, dass ich einfach weg? Stell die Fragen, die Antworten, die ich bekomme, damit wir nicht verfügen. Ich muss nicht wissen, wie es passiert ist. Ich sage nur, als das, was ihr sagt, wie es passiert sein soll, das stimmt so nicht. Aber danach sind ganz viele Dinge auf den Weg gebracht worden. Denn dass wir heute hier stehen und was wir womit wir es zu tun haben, das hat alles mit 9/11 zu tun. Danach gab es den Patriot Act. Danach gab es Glück. Danach gibt es die NSR-Affäre, wie wir sie kennen. Danach waren wir in dem Irak. Danach sind wir nach Afghanistan gefahren. Das ist, seitdem ist Deutschland so richtig im Krieg. Das hat mit uns zu tun. Das hat mit uns zu tun. Wir können uns auf dieses Parteiensystem nicht mehr verlassen, weil die ethisch und moralisch und recht sind, sind immer in der Minderzahl. Aber ihr seid in der Mehrzahl. Und deswegen sagt ihr, ich mache jetzt was dagegen, weil ich dieser Regierung nicht mehr vertraue. Du kannst von jedem irgendeine Leiche in Tellern und Ausschreibungen und Felder mit erpressen. Wenn die Menschen in diese Position hießen, müssen wir uns nicht wundern, dass das dabei rauskommt. Es ist verantwortungslos von uns, diese Menschen in diese Position zu hießen, weil du musst dort tot werden, überhaupt da wohnen können. Werdet eure eigenen Bundesstaatler, baut eure eigenen Zellen, geht einen anderen Weg, macht das, was der Friede gesagt hat. Konsumverzicht, verzichtet auf diese Parteien. Nutzt die sozialen Netzwerke für das, sodass sie nicht erdacht wurden, dass man aufwacht hat. Bildet ein kollektives Bewusstsein. Redet auf Augenhöhe miteinander, besucht euch, macht euch selbstständig. Weil ihr seid eh ständig ihr selber und braucht keine neue Software von oben, die euch sagt, du ist aber richtig. Wer euch sagen will, was richtig und falsch ist, der ist falsch.